Schon wieder Sport in meiner Freizeit, denkt sich der ein oder andere. Jetzt muss ich wieder bei Wind und Wetter ins Auto. Es schneit, es regnet, es ist glatt auf der Straße. Und dann komme ich da zur Tür rein. Da turnen dann 30, 40 gestählte Bodies um mich rum. Und ich habe leider ein bisschen zugelegt an der Hüfte. So oder so ähnlich sieht das doch in vielen Wohnzimmern, in vielen Wohnungen im Allgemeinen in Deutschland aus, wenn es um das Thema Sport geht. Die Konsequenz ist eine einfache, die meisten lassen es bleiben. Ja? Das ist aber nicht Sinn der Sache. Und wir werden Ihnen heute zeigen, wie Sie lästige Funde loswerden können. Ja. Ganz einfach nur zu Hause in Ihren heimischen vier Wänden. Da guckt Ihnen keiner auf den Popo oder auf zu dicke Oberschenkel. Und Sie können so lange trainieren, wie Sie das möchten, ohne dass irgendjemand anfängt zu lästern. Du siehst so sportlich aus, Kathi. Und ich habe so das Gefühl, dass du es eigentlich kaum noch erwarten kannst, speziell auch auf das Rudergerät zu gehen. Das sind doch richtig tolle Maschinen, die wir heute zeigen. Ich finde sie wirklich toll und man kennt sie auch aus den klassischen Fitnessstudios natürlich. Da stehen ja auch mal mehrere und dann siehst du immer die ganzen Leute, die rudern. Ja. Es ist halt wirklich ein schönes Training, weil es halt den ganzen Körper anspricht. Und ich setze mich jetzt direkt hier mal auf unser schönes Rudergerät. Ja. Da ist hier unten diese tolle fahrbare Fläche, das kennen Sie vielleicht auch, wo der Popo dann hin und her fährt. Ja. Wir haben hier vorne diese tollen Pedalen für die Füße und da stecke ich jetzt meine mal rein und mache die mal ordentlich fest. Denn das ist wirklich wichtig, dass man die hier gut festklettet. So, wunderbar. Und Sie sehen, dann sitzt man quasi schon. Und wir können direkt einmal hier aufs Display schauen, weil hier habe ich ein tolles Display, was mir da die unterschiedlichsten Sachen anzeigt. Wir haben hier einmal die Zeit. Dann haben wir hier die Distanz, die man zurückgelegt hatte, die Schläge, die man gemacht hat auf dem Rudergerät. Also die Ruderzüge, die man gemacht hat, werden angezeigt. Die Kalorien, die du verbraucht hast, werden auch mit angezeigt. Oh, das ist natürlich super. Dann also, weiß ich ganz genau, wann das Snickers oder wann der Frankfurter Kranz von gestern, von dem Besuch der Freundin, wieder runtertrainiert ist. Besser geht es nicht, das ist richtig Hightech. Und selbstverständlich ist auch die grundsätzliche Herangehensweise des Gerätes sehr, sehr angenehm und vor allen Dingen sehr gelenkschonend. Das war uns ganz besonders wichtig. Speziell bei diesem Gerät. Wir reden nämlich hier von Hydraulikzylindern und die machen dieses Training für Einsteiger wie für Fortgeschrittene und sogar für die richtig guten Sportler hier zu einem wahren Vergnügen. Kathi zeigt es Ihnen gerade. Und auffällig, speziell bei diesen Rudergeräten, die ich also auch schon von vor 20, 30 Jahren bei meinen Eltern zu Hause her kenne, ist einfach hier also auch in der Bewegung die Tatsache, dass mit einer einzigen Übung, sprich mit einem einzigen Ruderschlag, der ganze Körper mittrainiert wird. Sie sehen es hier. Die Beine werden mittrainiert. Natürlich muss der Rumpf eine gewisse Stabilität aufweisen. Man spannt also automatisch die Brustmuskeln an. Sie sehen, hier kommen die Arme mit ins Spiel. Der Rücken wird natürlich mittrainiert. Das ist perfekt für Fitness, für Ausdauer, für das berühmte Body Shaping, wie es so schön neudeutsch heißt, sprich also das Formen des Körpers. Und Sie werden überrascht, wie schnell man mit so einem Rudergerät aufgrund dieses Ganzkörpertrainings wirklich in der Lage ist, schon die ersten sichtbaren Erfolge zu sehen. Das ist nach wenigen Tagen schon der Fall. Man merkt natürlich, wie der Kreislauf in Gang kommt, wie man sich automatisch nach wenigen Tagen, wenn man seinen inneren Schweinehund mal regelmäßig überwunden hat, tatsächlich hier schon in einen Bereich reinkommt, wo man einfach sagt, Mensch, klasse, das motiviert, das macht einfach Spaß. Und spätestens dann, wenn Sie merken, dass die Jeans aus dem Vorjahr vielleicht nicht mehr zwickt und Sie wieder locker oben den obersten Knopf zumachen können, dann wissen Sie, Sie sind auf dem richtigen Weg. Macht das Spaß, Kathi, das Training? Ja, schon, aber es ist natürlich auch anstrengend. Ne? Ja. Und ich bin eigentlich wirklich gar kein Ruderer. Ich meide ja immer so ein bisschen die Sachen, die wirklich anstrengend sind und die mich auch anstrengen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe ja auch so meinen inneren Schweinehund und ich mag halt Laufbänder sehr, sehr gerne und ich fahre super gern Fahrrad und mache auch meine Bauchübungen und alles, aber gerade so ein Rudergerät, wie du gesagt hast, das fordert das kann, halt wirklich den ganzen Körper und auch gerade die Arme. Ich habe ja auch nicht so richtig die Armmuskulatur und das merkt man hier schon extrem. Das geht auf den ganzen Körper. Also gerade wenn man dann hier hinten nochmal durchzieht, ne? Das ist natürlich schon ein Training, da sage ich auch, okay, Respekt, wenn Sie das häufig machen, dann wissen Sie, was Sie getan haben. Und man merkt wirklich, einem wird direkt warm und man verbrennt da wirklich die Kalorien. Jetzt sitze ich daneben, deswegen riskiere ich natürlich jetzt mal eine richtig gute Lippe. Ein guter hält's aus, sagt meine Schwiegermutter immer mit dazu. Aber Sie wollen ein effektives Training haben. Sie möchten möglichst großen Erfolg in einer möglichst kurzen Zeit, weil Sie beruflich eingespannt sind, die Kinder fordern Sie entsprechend, der Haushalt muss natürlich auch noch erledigt werden. Insofern ist es natürlich toll, wenn man 3-4 Stunden Zeit hat, regelmäßig Sport zu machen, wie die ganzen Sporttracks, aber wer hat die Zeit denn heutzutage schon? Ja, vielleicht im Teenageralter noch. Hier trainieren Sie den kompletten Körper und wir sehen es hier nochmal. Sie trainieren die Beine, die Waden, die Oberschenkel, das Gesäß natürlich, ist doch super. Okay.
übrigens gegen die Orangenhaut. Die Arme kommen mit ins Spiel, die Schultern, der Rücken, der Bauch wird automatisch mit einbezogen. Also das ist meines Erachtens wirklich mit eins der effektivsten Trainingsmethoden, die man seit vielen Jahrzehnten kennt. Da sitzen selbst die Profis aus anderen Sportarten gerne drauf, um sich einfach auch an anderer Stelle nochmal rundum fit zu machen. Jetzt gucke ich gerade mal hier auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers und bin doch ehrlich gesagt sehr positiv überrascht. Knapp 250 Euro, sagt der Hersteller, wäre der empfohlene Verkaufspreis. Da haben wir uns gedacht, das ist mit uns nicht zu machen. Wir möchten, dass unsere Kunden fit sind, dass sie ihren inneren Schweinehund auch gerne mal überwinden und dann irgendwann vorm Spiegel stehen und sagen, Mensch, klasse. Und wenn man dann gefragt wird, wenn die Nachbarin fragt, hör mal, du siehst aber gut aus, hast du abgenommen, dann kann man ruhigen Gewissens sagen, na klar, mit Pearl TV habe ich das geschafft, die haben mir genau die richtigen Fitnessgeräte angeboten. Übrigens, Kathi, geht es vielen so, jeder hat so sein persönliches Steckenpferd, der eine rudert gerne, der nächste läuft gerne, ein dritter nutzt natürlich auch die Vibrationsmöglichkeiten, deswegen werden wir unseren Zuschauern zu Hause auch heute ein schönes, breites Programm zeigen. Ja, ich mag das auch, wenn ich dann meinen Schweinehund so ein bisschen überwinden kann. Das ist cool, oder? Wenn du dann fertig bist. Ja. Ja, wenn ich dann wirklich so ein paar Schläge hier auch gemacht habe und machen Sie das mal 10 Minuten, ja. Ich merke das halt sofort hier in den Armen. Ne? Na, logisch. Und das ist natürlich dann, wenn man merkt, okay, ich kriege hier die Muckis, die kommen langsam, so muss das sein, ne? Das sieht man dann schon und dann bin ich auch ganz, ganz glücklich und sage, ja, ich habe es geschafft. Du dir. Es macht einfach Spaß und das ist das, was wir Ihnen vermitteln wollen. Jetzt schauen Sie sich das Gerät mal an. Von der Verarbeitungsqualität her absolute Spitzenklasse und es ist klein, es ist kompakt, das heißt, Sie können es auch ohne weiteres nach dem Training mal unterm Bett, unterm Schrank verschwinden lassen und dann auch in aller Ruhe durchsaugen, aufräumen, was auch immer Sie machen möchten. Wenn Sie es brauchen, ziehen Sie es vor und dann geben Sie Gas. Die paar Minuten, die haben Sie pro Tag. Bestellnummer brauchen Sie auch noch. Das ist in dem Fall die NX1081 und die 569. Der Preis liegt bei deutlich unter 130 Euro. In dieser Verarbeitungsqualität wirklich mal eine richtige Ansage. Das Prinzip der Vibrationstrainer hat sich ja mittlerweile also auch zu einem richtigen, jetzt kommt ein Karlauer, zu einem richtigen Dauerläufer entwickelt. Denn unsere Kunden haben natürlich ganz klar erkannt, wie einfach und wie schnell man hier schon sichtbare Erfolge mit erzielen kann. Und das Prinzip ist nicht neu, man kennt es seit vielen Jahren. Seit geraumer Zeit wird es übrigens auch bei den Profis eingesetzt, die lange Zeit verletzt waren, um einfach wieder vom Grundniveau her die Muskeln aufzubauen und wieder in Schwung zu kommen. Und auch unsere Kunden haben den Vorteil dieser Geräte längst erkannt. Biomechanische Stimulation ist das Prinzip, Kathi. Was um alles in der Welt ist das denn? Das ist quasi einfach, also ich kann es Ihnen auch zeigen, Sie haben hier diese Platte, auf der steht man und da, die wird in Schwingung versetzt. Und wir haben hier einen ganz besonderen Vibrationstrainer, denn wir haben ja einen, der sowohl vertikal als auch horizontal schwingt. Wir sehen hier das Display, ich habe auch noch die Fernbedienung mit dabei, also kann es auch über die Fernbedienung steuern, wenn ich dann auf dem Gerät stehe. Und ich kann hier sowohl die horizontale als auch die vertikale Schwingung separat voneinander anwählen, kann entscheiden, ob ich nur eine haben möchte oder halt beide zusammen. Ich nehme meistens beide zusammen, weil das halt wirklich sehr, sehr effektiv ist und das merkt man dann das auch. Das wäre jetzt die horizontale genau. Und jetzt kommt, und jetzt noch, kommt die vertikale noch die vertikale dazu. Hinzu. Die mache ich jetzt auch mal an. Ja. Ich gebe dir mal die Fernbedienung und ich stelle mich einfach mal auf das Gerät, damit Sie sehen, wie einfach das funktioniert. Ich habe die Macht, okay. Ja. Einverstanden? Einfach draufstellen, die Beine leicht angewinkelt lassen und dann merkt man direkt, wie das hier in die Beine reingeht, in den Po, in den Bauch mit reingeht, weil die Muskulatur des Körpers halt gegen diese Schwingung anarbeitet und halt immer wieder ausgleicht. Das ist, als ob man über einen unebenen Boden läuft. Da macht der Körper das ja auch von alleine. Richtig. Und hier auch. Hier gleicht die Muskulatur quasi aus, arbeitet die ganze Zeit, weil sich die Platte bewegt. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Gerade der Punkt, dass der Körper das vollautomatisch macht. Wie genial ist das denn? Wenn ich Tennis spielen will, muss ich Schläger in die Hand nehmen und den Ball schlagen. Ja? Ja. Möchte ich von mir das Fußball spielen, muss ich den Ball wegtreten. All diese Geschichten. Möchte ich laufen gehen, muss ich selber aktiv werden und mich selber in Schwung versetzen. Hier stelle ich mich einfach nur auf diese Platte drauf und diese Vibration, sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen, hat folgenden Vorteil. Kathi hat es gerade ganz kurz schon erwähnt. Wenn Sie auf einem unebenen Boden laufen, zum Beispiel auf Kopfsteinpflaster oder auf einem unebenen Waldboden, dann merkt man eigentlich bei jedem Schritt, wie der Körper versucht, dieses Ungleichgewicht wieder auszugleichen. Er versucht es nicht nur, er gleicht es wieder aus. Es ist ähnlich wie ein Stabilitätsprogramm in einem Auto. Ja? Nur, dass der Körper das völlig unbewusst tut, ohne dass Sie etwas davon mitbekommen. Von Schritt zu Schritt ist das eine sehr langwierige Angelegenheit. Hier haben Sie gleich hunderte, um nicht zu sagen mehrere tausende Muskelkontraktionen dieser Art pro Minute. Und das macht dieses Training so unglaublich effektiv. Viele Menschen werden sagen,
ob ich da jetzt wirklich so den Halt finde, den ich brauche, um mich wohlzufühlen. Ja. Da kommen natürlich auch die Expander hier am Rand der Maschinen. Auf jeden Fall. Wir haben hier rechts und links die Expander an dem Gerät und die sind am Anfang, wenn sie Einsteiger sind, wirklich sehr gut, um einmal das Gleichgewicht zu halten. Aber sie werden das dann auch relativ schnell finden. Beim zweiten Mal, dritten Mal auf dem Vibrationsgerät haben sie dann das Gleichgewicht und dann nehmen sie die Expander halt schon mit, um zum Beispiel zu trainieren, weil man kann auf dem Gerät nicht nur stehen, so wie ich das jetzt mache, was die Einsteigerübung quasi ist, sondern dann zum Beispiel auch klassische Kniebeugen machen und dann halt die Expander immer schön mit nach vorne nehmen, um hier wirklich den ganzen Körper, die Arme mit zu trainieren. Also das merkt man dann schon schön, ganzen Körper, da geht auch der Popo mit, der Bauch, die Arme. Also das ist dann wirklich so ein Training für den ganzen Körper auch. Und Sie werden merken, wie effektiv das ist. Denn Sie werden Muskelkater bekommen, auch wenn Sie das nicht denken. Also ganz vorsichtig. Die ersten paar Male, wenn man das nicht gewohnt ist, kommt der Muskelkater automatisch. Ich persönlich mag es, ehrlich gesagt, wenn es nicht zu viel wird, dann hat man einfach mal wieder so ein gesundes Körpergefühl. Dann merkt man richtig so die einzelnen Muskeln, die man lange nicht benutzt hat. Wobei es nicht hier darum geht, tatsächlich aus Ihnen einen Arnold Schwarzenegger zu machen innerhalb von 2 Wochen oder eine Figur wie Al McPherson oder so zu bekommen. Hier geht es natürlich darum, dass Sie die inneren Muskelgruppen ansprechen. Das sind die, die für Ihre Stabilität zuständig sind, für die Wirbelsäule, für das aufrechte Gehen, für das aufrechte Stehen. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nach wenigen Trainingseinheiten, nach wenigen Freizeiteinheiten, bin ich versucht hier zu sagen, tatsächlich das Problem meiner Rückenschmerzen losgeworden bin. Ich bin fast wahnsinnig geworden über viele Jahre hinweg durch ein ständiges Ziehen im unteren Rücken. Ganz ehrlich, diese Vibrationen haben zum einen die Muskeln wesentlich gelockert und zum anderen haben sich hier also auch Muskeln aufgebaut, die für die Stabilität zuständig waren, von denen ich vorher wahrscheinlich gar nicht wusste, dass sie überhaupt da sind. Also ein extremst effektives Training. Innerhalb kürzester Zeit sieht man da schon wirklich die ersten Erfolge und das motiviert. Und ich darf anmerken, Kathi, dass wirklich dein ganzer Körper in Bewegung ist. Ich stehe wirklich direkt neben dir. Waden, Oberschenkel, Gesäß, Hüfte, sogar die Schultern sind hier in Bewegung. Und sobald du hier auch noch die Expander ins Spiel bringst, sind die Arme auch noch super trainiert. Ja, es ist wirklich ein tolles Training. Und es kommt eine deutsche Bedienungsanleitung zu Ihnen nach Hause mit auch noch einem kleinen Heftchen, wo verschiedene Übungen nochmal erklärt werden. Denn hier gibt es wirklich ganz viele Sachen, die ich darauf machen kann, auf so einem Vibrationstrainer. Gerade auf diesen hier. Die sind ja sehr klein und handlich. Ja. Die kann ich immer schön gerade verstauen, weil man hat ja auch das Thema Platz immer zu Hause in der Wohnung. Den schiebe ich einfach unter das Bett oder packe den vielleicht irgendwie unter die Couch oder so. Der findet immer ein Plätzchen, weil der wirklich sehr klein und kompakt hier in der Bauweise ist. Aber man kann dann auch klassische Übungen machen, zum Beispiel, wenn ich dann ein bisschen fortgeschrittener bin, kann ich mich zum Beispiel auch auf das Gerät legen mit den Armen, kann klassische Stabilisationsübungen machen für den Bauch. Also Geschichten zum Beispiel, wenn man sich so drauflegt, das ist halt auch sehr, sehr effektiv. Man merkt das direkt, da wird die Bauchmuskulatur unglaublich gestärkt. Also das ist dann auch sehr, sehr anstrengend, das werden Sie auch merken. Also ganz toll. Oder auch klassisch einfach mal so, du wirst es kennen, wenn man... Liegestütz? Oder ja, genau. Ich mache jetzt mal Frauenliegestütz. Das ist natürlich jetzt schon ein gesteigerter Schwierigkeitsgrad, was Ihnen Kathi da zeigt. Fangen Sie erstmal zu Hause langsam an, wenn Sie merken, Mensch, jetzt möchte ich meinen Körper dann doch noch mal etwas über die Maßen des Normalen hinaus fordern. Werden Sie tolle Übungsanleitungen natürlich in der Bedienungsanleitung finden. Sie werden auch selber ein bisschen was ausprobieren. Falsch machen kann man damit eigentlich nichts, weil der Körper einfach alles vollautomatisch tut. Und das ist der Grund, warum viele unserer Kunden zugegriffen haben. Für 218,41 € im TV-Sonderpreis derzeit zu haben. Tolles Gerät. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Und an dieser Stelle übrigens, das ist immer so ab 150 € Waren- und Bestellwert. Hier an dieser Stelle sogar Porto und Versand kostenfrei geliefert. Das ein absolutes Hightech-Teil. Jetzt habe ich in den letzten paar Tagen mit vielen etwas älteren Herrschaften im Bekanntenkreis gesprochen, wo das Thema Sport, wir haben Januar, natürlich auch immer wieder aufkommt. Und die sagen, diese Vibrationstrainer sind klasse, aber ich möchte mich ganz gerne festhalten. Der eine hat Probleme mit der Hüfte und so weiter. Viele von unseren Kunden, von Ihnen, von den Zuschauern, die uns gesagt haben, ja, ist ein schönes Gerät, aber ich traue mich halt wirklich nicht. Und wir hatten ja auch von dem Ralf Jansen, von unserem lieben Kollegen, die Mama da, und auch die stand auf dem Gerät und die kam danach toll damit klar, als sie das zweite, dritte Mal drauf stand. Aber am Anfang hatte sie auch unheimlich diese Angst, dass sie da das Gleichgewicht nicht halten kann. Aber da haben wir was. Genau. Ganz, ganz Tolles. Hier nämlich unseren schicken Vibrationstrainer und der hat diese tollen Griffe.
Der ist super hier. Der ist natürlich gerade auch für die Einsteiger bestens geeignet. Auch gerade mal für die etwas fortgeschrittenen Semester. Denn genau dieser Vibrationstrainer funktioniert ähnlich wie der erste, den Sie gerade kennengelernt haben. Allerdings hier noch mit dem Vorteil, dass man hier sozusagen eine Art Säule hat im Vorfeld mit diesen tollen gummierten Griffen, an denen man sich hervorragend festhalten kann, wenn man den Halt denn eigentlich braucht, wenn man vielleicht gerade so bei den ersten paar Wochen vielleicht einfach noch mal ein bisschen Stabilität haben möchte. Ich habe also mit Herrschaften gesprochen, mit künstlichen Kniegelenken, mit Problemen in der Hüfte, mitunter auch mit Arthrose in den Knochen, in den Schultern. Da ist so etwas wirklich genau perfekt, denn hiermit baut man nicht nur Muskeln auf mit so einem Vibrationstrainer, damit lockert man natürlich auch die komplette Körpermuskulatur und das führt natürlich gelegentlich schon mal zu Verspannungen, das ist unangenehm und dann weiß man nicht wirklich, wohin mit seinen Schmerzen. Das hier schüttelt ihn quasi den Schmerz, egal ob im Nacken oder im Rücken, regelrecht aus dem Körper raus. Und das Tolle ist, man fühlt seinen Körper auch ganz anders. Ne? Ja. Also wenn man auf so einem Vibrationstrainer gestanden hat, man bekommt ein ganz neues Körpergefühl wieder für sich selber. Man merkt direkt, oh, guck mal, was passiert da jetzt in meinen Beinen? Ja. Es geht hoch in den Bauch. Man fühlt sich selber wieder richtig intensiv. Und das finde ich so schön, weil man merkt dann auch, wenn man dann halt häufiger auf dem Gerät trainiert hat, dass man da halt Erfolge sieht. Zum Beispiel ganz einfach beim Treppensteigen, dass man plötzlich merkt, oh, ich werde ein bisschen flexibler. Oder allein bei der Hausarbeit, wenn man merkt, in der Hüfte, das ist alles wieder ein bisschen freier im Rücken, was du auch gesagt hast. Ja. Das sind halt so auch diese kleinen Sachen, die man dann aber merkt und wo man denkt, wow. Das ist ja toll. Richtig. Mhm. So, und da höre ich auch immer wieder, und ich merke es natürlich auch bei mir, schauen Sie mal, ich gehe jetzt mittlerweile seit fast 25 Jahren mehr oder weniger regelmäßig ins Fitnessstudio. Glauben Sie, ich habe da jedes Mal Lust zu, wenn ich da mal rausschaue, habe einen langen Tag hinter mir, wenig gegessen und tralala, und dann denke ich mir, ach, dann kommst du da wieder rein, da tropft dann schon der Schweiß von der Wand runter, wenn ich da an diese Kursräume denke, oh, und dann wieder in die olle Umkleidekabine, da fange ich mir wieder ein Fußpilz ein. Die ganzen Gedanken wird wahrscheinlich jeder zu Hause haben, der schon mal in einem Fitnessstudio war. Abgesehen davon kostet das richtig ordentlich Moos pro Monat. Hier hat man eine einmalige Investition, einen super Preis, übrigens hier für ein tolles, ausgeglichenes Fitnessgerät, deutlich höher normalerweise von der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers, heute für noch nicht mal 240 Euro zu haben im TV-Sonderpreis mit über 50% Preisvorteil. Also jeder, der sich gute Vorsätze für das Jahr 2015 auf seinen Wunschzettel geschrieben hat, der sollte jetzt hier wirklich zugreifen. Perfekt vom Preis, von der Materialqualität, von der Verarbeitungsqualität. Und die Ergebnisse sind immer wieder beeindruckend. Das hören wir immer wieder von unseren Kunden. Ja, wir haben hier 15 Vibrationsstufen, die man einstellen kann. Man fängt wirklich ein bisschen leichter an und kann sich dann hochsteigern. Wir sehen hier die unterschiedlichen Einstellungen auf dem Display, ganz einfach über die Pfeiltasten zu regulieren. Ich sehe hier den Timer und auch was du gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Faktor, dass ich hier zum Beispiel mein Training, gerade wenn ich 10 oder 15 Minuten mache auf dem Gerät und ich das zu Hause mache, dann kann ich dabei zum Beispiel Fernsehen schauen, Musik hören. Ich bin in meiner gewohnten Umgebung und das ist das Wichtige, weil gerade wenn du ins Fitnessstudio fährst, erstmal geht dir sehr viel Zeit verloren, ehe du da bist, dich umgezogen hast. Und ich so weiter. Parkplatz hat nachmittags um 5 Genau, und dann steht man da auch und einem ist langweilig. Das ist so ein ungutes Gefühl. Man denkt, oh, ich muss jetzt hier was machen. Da sind 10 Minuten wie eine Ewigkeit, 15 Minuten. Das fühlt sich und so ein an. Kurs man denkt, eine ganze Stunde. Man denkt, es geht gar nicht vorbei. Aber hier, wenn ich zu Hause bin mit so einem Gerät und meine Lieblingsserie schaue, die geht eine halbe Stunde. Da sind 10, 15 Minuten so schnell vorbei, da denke ich, wupp, ich bin schon fertig. Mhm. Gottes Willen, das ist noch nicht mal die erste Werbung von der Serie. Und ich habe schon mein Training absolviert. Es ist wirklich toll. Ich muss gerade so ein bisschen innerlich lachen. Ich habe gerade so mein Fitnessstudio vor dem innerlichen Auge. Und da hast du vor den ganzen Fitnessgeräten, die Laufbänder, die Crosstrainer, die Vibrationstrainer stehen übrigens auch in 10-facher Ausfertigung bei uns im Fitnessstudio in einer Reihe. Da habe ich auch 3, 4 große Flachbildschirme vor mir. Auf dem ersten läuft Eurosport, auf dem zweiten MTV, auf dem dritten Viva und auf dem vierten weiß ich nicht was, irgendwie eine komische Werbedauerschleife oder so. Das heißt, richtig Einfluss habe ich auf meine Programmauswahl nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir da so eine Stunde irgendwie oder eine halbe Stunde so ein für mich persönlich Quatsch anschauen muss, motiviert mich das auch nicht unbedingt. Dann doch lieber zu Hause und bitte im Kreise Ihrer Lieben. Da lästert keiner, wenn Sie nach 10, 15 Minuten aufhören. Wenn Sie nach 15 Minuten aus einem vollbesetzten Fitnesskurs rausmarschieren, können Sie sich vorstellen, wie das wieder hinter Ihrem Rücken getuschelt wird. Hier nicht. Ich hasse das, ne? Das ist wenn ich auf dem Laufband stehe und neben mir sind auch Leute auf dem Laufband und die rennen und rennen. Ja, und ich merke dann nach 10 Minuten schon, oh Gott, wie geht die Fuß ab? Und dann
mache ich schnell die Geschwindigkeit ja. runter und fange an zu gehen. Und dann gucken die dich so an, so ganz ach, mitleidig. Ja? So, oh, die kann nicht mehr. Oh Gott, denke ich auch immer, Hilfe, muss so. Das jetzt sein? Und dafür hast du auch noch Geld bezahlt, ja. um dir diese Schmach dann noch zu geben. Ganz ehrlich, da stelle ich mir lieber einen richtig guten, qualitativ super verarbeiteten Vibrationstrainer zu Hause hin. Den nutze ich, wann ich will. Und ich hoffe, es ist Ihnen aufgefallen, sowohl bei dem ersten als auch bei dem zweiten Vibrationstrainer hört man nichts. Gar nichts. Sie sind extremst leise. Also auch wenn Sie von mir aus sonntagsabends um 11 Uhr sagen, jetzt habe ich den nötigen Drive, jetzt möchte ich da mal was machen, dann macht das gar nichts. Auch nicht in einer Etagenwohnung, wo über oder unter Ihnen noch weitere Parteien wohnen, die vielleicht schon im Bett sind. Die Geräte sind so leise, dass man wirklich keinen stört. Übrigens noch nicht mal den Partner, wenn der im Schlafzimmer liegt und schlafen möchte und du im Wohnzimmer noch mal schnell 10 Minuten was machen möchtest. Es ist einfach ein effektives Trainingsprogramm. Es wird passiv trainiert, das heißt, Sie müssen nicht erst mal loslaufen, um von mir einen Schläger in die Hand zu nehmen oder erstmal irgendwo hinfahren. Sie haben sofort einsatzbereit. Der Trainingscomputer wird Sie in Ihren Maßnahmen unterstützen. Die Sonderprogramme, quasi ein Personal Trainer, ist natürlich ebenfalls mit dabei. Ja, und jetzt sind eigentlich Sie gefragt. Probieren Sie es mal aus. Das ist toll. Wird Ihnen Spaß machen. Das glaube ich auch. Das wird Ihnen richtig Spaß machen. Sie werden uns schauen, Sie werden Pearl TV reinschalten und Sie werden richtig Freude haben auf diesem Gerät. Ja, und das für so kleines Geld. Ein fantastisches Trainingsgerät. Sicherlich in der horizontalen und der vertikalen Bewegung etwas auch mal für die Fortgeschrittenen. Das erste, was wir gezeigt haben. Das zweite hier mit den Griffen, super auch mal für die etwas unsichere Generation, auch mal für etwas ältere Generationen, die vielleicht auch mit dem ein oder anderen körperlichen Gebrechen zu tun haben. Also das sind wirklich zwei ganz, ganz tolle Geräte, die gerne genommen werden von unseren Kunden. So, und jetzt wollen wir mal das Sixpack mal angehen. Ja, also den ordentlich flachen Bauch, richtiges Bauchtraining, Crunches, wie man immer so schön dazu sagt, ist ja auch nicht wirklich meins, ne? Nee, Bauchtraining ist auch eine ganz heikle Sache. Da muss man wirklich immer dranbleiben, um da wirklich die Erfolge zu erzielen. Und das dauert natürlich ein bisschen. Aber wenn man einen schönen Bauch haben möchte, dann gibt es halt wirklich effektive Sachen. Und wir haben hier unser kleines Rädchen hier unten stehen. Das sieht so unspektakulär aus. Das sieht total unspektakulär aus. Aber das ist so eine richtige Bauchwegrolle. Ja. Die macht wirklich richtig Spaß. Das Tolle ist, schauen Sie mal, wie klein die ist. Ich setze jetzt mal meine Hände dran, dann sehen Sie das. Ich fasse hier an diesem Rädchen an. Das ist wirklich ganz klein. Das kann ich auch überall mit hinnehmen. Das ist das Schöne an diesem kleinen Gerät. Egal, ob Sie vielleicht auch irgendwie unterwegs sind. Für den Kofferraum. Ja, wenn man in Urlaub fährt oder dann auch irgendwie aufs Geschäftsreise ist oder so, den kann man überall mit hinnehmen. Und dann fange ich hier an zu rollen und ich rolle nach vorne und ich rolle wieder nach hinten. Und ich rolle wieder nach vorne. Und ich rolle wieder nach hinten. Holla, und das holla. Geht halt wirklich unglaublich auf den Bauch. Je nachdem, wie weit man da nach vorne kommt, wird der Bauch wirklich richtig trainiert. Also, wenn man richtig Profi ist, dann kann man da wirklich ganz weit nach vorne rollen, kann quasi flach auf dem Bauch liegen und sich dann direkt wieder hochziehen. Ja. Und das ist dann wirklich so effektiv und auch halt anstrengend quasi, aber man sieht die Erfolge hier sofort. Das ist wirklich verrückt. Das ist ja eigentlich nichts anderes als eine zwar hochwertige, aber doch unterm Strich gesehen Kunststoffrolle, die einfach dieses Gelenk in der Mitte hat. Du kannst natürlich hier super greifen, arbeitest mit deinem eigenen Körpergewicht und das, was wir hier haben, diese Rollen, die sind so leichtläufig, dass man die wirklich auf jeden Boden benutzen kann. Ob das ein PVC-Boden in der Küche ist, der Teppichboden im Schlafzimmer oder von mir aus auch der Laminatboden im Wohnzimmer. Das funktioniert immer. Macht keine Kratzer und gar nichts. Ist extrem leise und wie wir das gerade schon bei der Bewegung von Kathi gesehen haben, unglaublich effektiv. Für den Bauch, gerade für die geraden Bauchmuskeln, auch für die seitlichen, die so schick aussehen, wenn sie so in der Hose verschwinden. Aber auch bitte für den unteren Rücken ist es eine perfekte Übungsmöglichkeit. Ich hab's im Rücken. Ich habe den Scheuermann, den berühmten, wie man so schön dazu sagt, und der zwickt mich schon seit vielen, vielen Jahren. Damit kriegt man den wirklich hervorragend weg. Nicht den Scheuermann, da kann man leider so nicht wirklich viel dran machen. Aber man kann die Muskulatur einfach wesentlich intensiver trainieren, um einfach eine gewisse Stabilität zu bekommen. Und dafür sind die Geräte fantastisch. Mein Bruder hat das Gerät zu Hause. Und du kennst meinen Bruder, kennst ihn von Bildern. Ich will mich gar nicht dran erinnern. Der Mann hat ein Waschbrett baut, da kannst du einen Kohlrabi drauf raspeln. Das ist eine Unverschämtheit, der Mann. Ja, aber er sah ja nicht immer so aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Und wir haben dieses Gerät zu Hause. Er hat mit dem Gerät angefangen zu trainieren. Und das Tolle ist, er konnte es dann halt auch mitnehmen, weil er immer zum Studieren musste. Ja. Und hatte das immer dabei und hat halt natürlich, er geht auch ins Fitnessstudio, muss man ganz klar sagen. Aber er hat damit immer zwischendurch, immer wenn er mal 10, 15
15 Minuten, hat seine Bauchübung gemacht. Da kriegt man so einen Bauch von? Ja, ich habe mal versucht, ein paar Bilder zu finden, um ihn das mal zu zeigen. Also das ist ungefähr ein Bild. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Das ist ungefähr der Bauch von meinem Bruder nach circa 2-3 Monaten Training. Unfassbar. Guck dir mal an, wie das aussah danach. Das war ungefähr, ich drehe es mal, nach ungefähr 6-8 Monaten Training. Mach also das weg. Klar war da auch noch das Fitnessstudio mit bei, aber er hat halt wirklich viel Bauch trainiert und gerade Bauch ist wirklich schwierig. Das sagt er auch selber. Er sagt, es ist ganz, ganz schlimm. Ja, der untere Bereich, der ist schwierig. Genau, und er hat halt wirklich mit diesem Gerät immer zwischendrin trainiert und er ist totaler Freund davon, weil, was du gesagt hast, du trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht. Ja. Es geht nicht nur auf den Bauch, sondern auch unheimlich auf die Arme, wenn du hier anfasst und dann mit deinem eigenen Körpergewicht nach vorne rollst und dann wieder ranziehst. Das ist wirklich, Wahnsinn. Du spannst den ganzen Körper im Endeffekt an. Du kriegst ein unheimliches Körpergefühl und das geht halt wirklich auf den Bauch. Was du gesagt hast, zum Beispiel auch mal schräg rollen für die schrägen Bauchmuskeln und so. Das geht hier alles mit dem Gerät. Es ist klein, es ist kompakt und du hast halt wirklich hier ein tolles Ergebnis, wenn du das durchhältst ein paar Monate. Also wirklich toll. 9,41 €. Haben Sie den Bauch gerade gesehen? Was soll ich dazu noch sagen? Ja, doch, die bestellen immer noch. Dranbleiben halt, ne? Das ist das Steht Wichtige, der Tropfen hüllt den Stein. Machen, ja, also nur ins Regal legen und anschauen, da werden Sie kein Weltmeister von, wie sagte eine Freundin zu mir immer. Aber bitte, Sie werden tatsächlich dieses Training sehr zu schätzen wissen. Wenn Sie am Anfang vielleicht einfach mal ein paar Minuten versuchen, muss ja nicht gleich bis ganz nach vorne sein, einfach mal langsam steigern. Ja. Und Sie werden nach 2-3 Wochen merken, wie gut Ihnen das tut. Und das für noch nicht mal 10 Euro auf jeden Fall mit in den Warenkorb. Und zwar nicht morgen oder nächste Woche oder wenn mal gerade die Zeit da ist, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und das bitte mit der NX1047 und der 569, während wir gerade hier schon den letzten Artikel in unserer Sport- und Freizeitsendung am heutigen Tage sehen. Der Unterstützerartikel, ne? Da bin ich ja auch ein totaler Fan von. Die weil der Funktion, kostet die auch nicht viel. Wirklich kleines Geld und der macht solch eine Freude. Also klar unterstützt der hier noch den Abbau der Kalorien, also so, dass du quasi die Funde wegschmilzt dann noch. Ja. Auch wenn du trainierst, ist das eine schöne Sache. Aber auch dieser Wärmefaktor hier ist wirklich toll. Das ist so ein Nylon-Material hier und ganz ehrlich, den kenne ich noch, da war ich so alt wie mein Sohn heute. Das ist ein Trainingsgerät, nennen wir es mal so, in Anführungsstrichen, was man schon seit Jahrzehnten immer wieder auf der Rechnung hat. Und es ist perfekt, um auch solche Vibrationstrainer, vielleicht Rudergeräte, Laufbänder oder auch den Bauchwegtrainer ein Stück weit zu unterstützen. Jeder war schon mal in der Sauna oder von mir aus auch in etwas heißeren Regionen. Da weiß man, man fängt an zu schwitzen und das entschlackt den Körper, das entgiftet den Körper. Und genau diesen Effekt machen wir uns hiermit zunutze. Ja, und es geht so einfach. Du hast es gesagt, wir haben hier ein schönes Nylon-Material, was man abreinigen kann auch wieder. Und dann legt man den halt um die Problemzone oder da, wo man halt diese Hitze haben möchte, wo man anfangen möchte zu schwitzen. Ja. Das kann natürlich der Bauch sein zum Beispiel, es kann auch der Rückenbereich sein oder mal um die Oberschenkel, das geht hier alles, weil wir hier wirklich diese großen Klettbänder haben, um das zu verbinden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache es mir jetzt mal um den Bauch, ich mache ihn mal hoch, weil man schwitzt ja dabei schön. Ja. So, dann geht das da rum. Zack. So, und dann muss der Klettverschluss schön zu. Also das passt auch egal für welche Größe. Wir haben es nämlich neulich mal ausprobiert, mit Ralf auch. Und wenn ich den hier drum mache, habe ich hier diesen tollen Regulierer. Und da mache ich ihn mal an, da sieht man direkt, das rote Lämpchen leuchtet. Und dann mache ich das hier auf volle Pulle. Und dann wird das so schön warm. Du fängst richtig an zu schwitzen. Ich benutze das ja auch abends, ne? Ich weiß das. Ich habe mich nur gefragt, ob du es freiwillig sagst oder ob ich dich daran erinnern muss. Nee, ich sage das gerne. Ich sage Ihnen das auch. Also das Sie kennen mich ja mittlerweile auch. Sie wissen ja auch, dass ich immer friere. Ne? Das ist eine angenehme Geschichte, gerade wenn du von mir aus lange unterwegs warst, kommst abends nach Hause, hast die Heizung vielleicht ein bisschen runterreguliert, bis es dann zu Hause warm wird. Dann hat man schon längst die Frostbeulen an der Nase hängen. Das hier ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, um auch einfach mal zu sagen, Mensch, jetzt möchte ich mal entspannen. Ja? Und ob Sie es jetzt um den Bauch rum machen, um die Schulter legen oder um den Oberschenkel, das ist jederzeit Ihnen überlassen. Wenn ich friere, ich setze mich zu Hause. Oder auch die Nieren einfach andersrum drehen. Genau. Auch eine super Angelegenheit. Ich mache das auch. Wenn ich zu Hause sitze und mir ist kalt, dann hole ich den raus, drehe den vielleicht dann nicht auf Vollpower, weil sonst schwitze ich ja wie Bolle, sondern ich mache dann halt so auf Anfängerstufe und dann drehe ich den auf den Rücken und dann ist es wirklich wie so ein Wärmekissen im Rücken. Das ist sehr, sehr angenehm. Ich finde es toll. Und das für kleines Geld. Also da zahle ich ja mehr, wenn ich mir eine Wärmflasche kaufe, die kostet ja schon 20, 25 Euro. Und hier habe ich dann so ein tolles Gerät, was ich halt auch wirklich zum Saunieren und quasi dann Schwitzen, Wegschwitzen meiner Funde nehmen kann. Dann bestelle ich mir doch das. Das ist doch toll. So, oder einfach mal unterstützen. Stell dir mal vor, Sie sitzen irgendwo und
weiß nicht, wollen mal entspannen, eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee trinken, dann nehmen sich den Gürtel, binden sich den kurz um, ja? Oder sitzen im Büro und haben einfach mal ein paar Minuten länger am PC, dann nehmen sich den und binden sie sich den um. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl vor allen Dingen und unterstützt sie in ihren Diätbemühungen. Und da können wir die Funde regelrecht, das geht schnell, ne? Regelrecht wegschmelzen lassen. Heizung hast du angesprochen. Ich finde die härteste Stufe, ehrlich gesagt, ganz schön heiß. Aber ist natürlich schön. Aber toll. Also ich habe man kann gut variieren. Das ist extremer Stufe und ich merke direkt, mein Bauch schwitzt hier schon. Herrlich. Geht schon richtig los hier. Ne? So jetzt machen wir deinem Bruder nicht Konkurrenz, dann kriegen wir alle noch Komplexe hier im Sender. Figürchen wie gemalt und dann noch so ein Waschbrettbauch dabei, oder? Aber sowas sucht man doch. Sowas sucht man doch eigentlich schon sein ganzes Leben, immer wenn es heißt Sport. Ja gut, natürlich gibt es die Sportfreaks, ja, die also nichts anderes machen als 8-9 Stunden nur zu laufen pro Tag. Ich gehöre nicht dazu. Sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Insofern haben wir Ihnen heute in dieser Sendung tolle Möglichkeiten gezeigt, wie Sie Ihren lästigen Pölsterchen ganz einfach mal zu Leibe rücken können. Probieren Sie es mal aus. Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund. Sehen Sie die ersten Erfolge und dann sagen Sie, ja,